Zugeschaltet ist mir jetzt der Frankreich-Experte Michel Maliere. Einen schönen guten Morgen aus Berlin. Ich grüße Sie, Herr Maliere. Guten Morgen, Herr Heubert. Die fünfte Krawallnacht in Folge und man bekommt den Eindruck, dass die Stimmung immer mehr kippt in Frankreich. Wie lange wird das noch gehen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also zunächst einmal muss man sagen, dass es keine Überraschung ist, was jetzt kommt. Wissen Sie, wir hatten schon vor, in 2005 hatten wir 3 Wochen von Oktober bis November Krawallen, die nicht so brutal waren wie dieses Mal, aber die sehr nah dran waren, was wir jetzt zurzeit erleben. Wir haben in Frankreich und das seit Jahrzehnten Probleme mit der Integration von bestimmten Bevölkerungen, kommt aus dem Ausland. Und es ist Frankreich nicht gelungen, um es mild auszudrücken, diese Leute zu integrieren. Es kann, um Ihre Frage zu beantworten, also in 2005 hatten diese Randalierungen 3 Wochen gedauert, aber wir haben hier eine ganz andere Qualität erreicht. Meines Erachtens ist das auch nicht, wissen Sie, es wird kein Ende mehr geben. Wir sind jetzt in einem Zustand, wo man davon ausgehen kann, dass solche Ereignisse immer häufiger vorkommen werden. Und daher stellt sich die Frage in Frankreich momentan, Ihr Kollege hat das gesagt, ob wir den Notstand ausrufen oder nicht. Viele Politiker haben es bereits angekündigt. Natürlich Marine Le Pen an erster Stelle, die sich auch freut über die jetzige Situation. Das muss man auch ganz offen sagen. Und wir haben in Frankreich mit extremen Stimmen zu tun, nicht nur von der rechtsextremen Partei wie von Marine Le Pen, aber auch von den extrem linken Parteien. Und diese politische Situation ist dermaßen angereizt, dass es schwierig ist, in diesem Chaos überhaupt eine vernünftige Lösung zu finden. Es wird auch keine vernünftigen Lösungen mehr geben. Es ist zu spät dafür. Wie wird die Politik von Staatspräsident Macron in diesen Tagen in Frankreich bewertet? Ist er ein guter Krisenmanager oder sind da doch vor allem Zweifel und Kritik jetzt im Raum? Also wissen Sie, wir haben, wenn Sie sich erinnern können, wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir die gelben Westen, die in Frankreich auch unter extremen Bedingungen das Land wirklich verwüstet haben. Wir haben noch vor ein paar Wochen diese Proteste, diese Demos in Frankreich gegen die Rentenreform, obwohl, das muss man ganz klar sagen, die Franzosen diejenigen welchen, die in Europa sehr früh in Rente gehen. Und wir haben jetzt diese Randalierer, die Frankreich wirklich zeigen, dass Frankreich kein ruhiges Land ist. Und egal von welcher Ecke das kommt, Macron ist regelmäßig wird regelmäßig unter Druck gesetzt. Und es ist ihm bis jetzt gelungen, immer nach mehreren Wochen Ruhe wieder zu bringen in das Land. Aber Sie merken doch, dass es in Frankreich regelmäßig chaotisch wird. Und Macron wird ich spüre täglich Gespräche darüber, Macron wird nicht mehr als der Präsident, wie soll ich denn sagen, gesehen, der Ruhe in Frankreich wieder bringt. Das auf keinen Fall. Macron wollte Jugendlichen vor allem in den Vororten der Großstädte eine Perspektive geben. Das hat er vor einigen Jahren schon gesagt. Ist dieses Versprechen nun endgültig gescheitert? Ich glaube leider ja. Ich glaube leider ja. Und wissen Sie, es gibt ein paar Zahlen, die zum Nachdenken bringen. Es gibt ein Umfrageinstitut IFOP, der in 2020 eine Umfrage gemacht hatte bei Jugendlichen und nicht nur bei Jugendlichen im Übrigen, bei Franzosen muslimischer Herkunft. Und die Zahlen waren wirklich beängstigend. 74% der Jugendlichen unter 25, die muslimisch waren, haben gesagt, dass der Islam wichtiger wäre für sie als die Werte der Republik, der Französischen Republik.
Und 45% der Jugendlichen unter 25, 45% meinten, dass der Islam nicht kompatibel ist mit den Werten der Französischen Republik. Und wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, merken Sie ganz eindeutig, dass die Jüngeren viel radikaler sind als die Älteren. Zum Beispiel, wo ich sagte, 74% der Jugendlichen unter 25 waren der Meinung, dass der Islam wichtiger ist als die Republik. Bei den über 35 Jahren waren das nur 25%, was noch hoch ist, aber überhaupt nicht vergleichbar. 30%, und das ist wichtig, 30% der inhaftierten Personen jetzt in den letzten Nächten waren minderjährig. Die waren keine 18. Genau wie Nael, der jetzt verstorben ist, 17 war. Das heißt, wir haben wirklich ein tiefgreifendes Problem, ich würde sogar sagen, ein strukturelles Problem mit den Jugendlichen muslimischer Herkunft in Frankreich, die in diesen Banlieues leben und die eine zweite Identität kreiert haben, hervorgerufen haben. Sie fühlen sich nicht mehr als Franzose, schon lange nicht mehr. Sie bilden eine zweite Identität innerhalb von Frankreich und deswegen haben wir so starke und so, wie soll ich denn sagen, wir sprechen von keine Randalen, von Jugendlichen, die mal ein bisschen zu sehr getrunken haben. Nein, es ist wirklich politisch oder also gesellschaftlich motiviert. Und das ist das Problem. Michel Malière, vielen Dank für das Gespräch an diesem Sonntag. Dankeschön. Ich danke Ihnen.